Ein Viertel von ihnen war schon einmal dabei. Denn 25% der Teilnehmer beim Jugendforscht-Wettbewerb kommen immer wieder. Jannik hier vom Hugo-Junkers-Gymnasium zum Beispiel. Schon zum vierten Mal macht er mit. Er gehört zu den 358 Kindern und Jugendlichen, die bei Jugendforscht ein eigenes Projekt ausstellen. Oft monatelang haben sie daran gearbeitet, mit viel Herzblut und ganz viel Können. Besonders die Gebiete Chemie, Biologie und Technik sind bei ihnen beliebt. Katharina Sawall und Walwala Safi aus Mönchengladbach haben sich mit Zähnen beschäftigt. Ihr Thema, wie Zähne wirklich richtig sauber werden. Also uns war eigentlich von Anfang an klar, ja, wir wollen was mit Zähnen ausprobieren. Und das erschien uns eigentlich als ganz interessantes Thema, weil es auch sehr oft vorkommt. Es ist halt so, dass wir dann mehrere Versuche gemacht haben mit verschiedenen Belegen. Halt mit dem Koffeinbelag, da der ja sehr häufig auftritt, und mit dem Nikotinbelag, da der sehr angreifend für die Zähne ist. Und dann haben wir den erstmal gereinigt mit Zitronensaft und Backpulver. Das ist aber sehr schädlich für die Zähne und das sollte man auch nicht ausprobieren am besten. Und dann haben wir es auch mit Olivenöl und grünem Tee ausprobiert. Und Olivenöl und grüner Tee sind sehr gute Ergänzungen zum Zähneputzen. Das ist unser Entschluss. 89 Regionalwettbewerbe für Jugendforscht gibt es in Deutschland. Alleine 11 in Nordrhein-Westfalen. Dieser hier in Krefeld ist sogar Deutschlands größter. Und von wegen Wissenschaft und Technik, dafür interessieren sich Mädchen nicht. Das war vielleicht einmal. Jetzt sind knapp die Hälfte der Teilnehmer Mädchen. Johanna Caroline Kardorf von der Bischöflichen Marienschule Mönchengladbach hat sich für ihr Projekt einem typischen Teenager-Problem angenommen. Was hilft überprüfbar bei Akne und Pickel? Ich habe der Kosmetikindustrie ein wenig auf den Zahn gefühlt und habe die Wirkung von Anti-Akne-Therapeutika untersucht. Und zwar von rezeptpflichtigen, aber auch von freiverkäuflichen. Rausgekommen ist, dass einige freiverkäufliche Mittel nicht ihre Werbeversprechen halten, leider. Das ist natürlich nicht so schön, vor allem für jemanden, der direkt davon betroffen ist. Die Mittel vom Hautarzt, die rezeptpflichtigen, die sollte man eher in Verbindung mit einer Feuchtigkeitspflege benutzen und auch schauen, dass man in einer Jahreszeit diese Mittel benutzt, in denen die Haut nicht so stark ausgetrocknet wird, wie zum Beispiel im Winter durch die trockene Heizungsluft. Den ganzen Tag über klappern verschiedene Jurymitglieder die Stände ab, lassen sich die Projekte zeigen und fühlen den jungen Forschern auf den Zahn. Denn am Ende des Tages gilt es, Preise zu vergeben. Für die Jury bedeutet das viel Sachverstand, denn nicht immer lassen sich die Projekte einfach zusammenfassen. Jannik hat sich einer sehr komplexen Thematik angenommen. Wie entfärbt sich blaue Tinte in alkalischer Lösung? Der Schüler vom Hugo Junkers hat dafür eine einfache Erklärung. Wenn man für ein Tintenteilchen ein NaOH-Teilchen bräuchte, um das zu entfärben, nimmt man einfach 10 Tintenteilchen und 1000 NaOH-Teilchen, dass man noch 990 NaOH-Teilchen übrig hat, also 99%. Dann vernachlässigt man das und sagt einfach, das bleibt gleich. Damit hat man sozusagen erste Ordnung. Aber durch den Trick, wo man das halt so verändert hat, hat man es Pseudo-erste Ordnung genannt, damit man sozusagen nicht schummeln oder lügen muss. Ja, alles klar. Solange dieser junge Mann und die Jury dann noch mitkommen. Schon zum 23. Mal wird der Wettbewerb hier ausgeschrieben, mit steigender Beliebtheit. Fast 200 Forschungsprojekte werden heute hier präsentiert. Wie auch das hier, dieser drei Schülerinnen vom Gymnasium am Geroweiher. Sie haben einen Plan entwickelt, wie der Geroweiher vor ihrer Schule wieder eine gesündere Farbe bekommen kann. Also wir haben im Biounterricht das Thema Eutrophierung halt besprochen vor, also letztes Jahr. Und das hat uns sehr interessiert und wir haben halt auch das Problem erkannt und haben dann halt gedacht, da machen wir ein Projekt zu. Unser Projekt heißt Wasser atmet Wind und wir versuchen mit Hilfe einer Windmühle den See vor der Eutrophierung zu schützen. Also die Eutrophierung, damit beschreibt man quasi das Umkippen eines Sees durch zu viele Nährstoffe. Und wenn halt der Nährstoffgehalt zu hoch ist, dann sterben immer mehr Organismen in diesem See ab und die sinken an den Boden. Genau, wir haben den Geroweiher, also auch am Gymnasium am Geroweiher, den See dazu genommen, weil der hat quasi das Idealbild entspricht, weil der Geroweiher auch ein bisschen tiefer liegt und so halt auch nicht der Wind direkt in den See pusten kann. Und deswegen haben wir quasi versucht, eine Windmühle oder eine Konstruktion dafür zu bauen, die halt das kostengünstig halt den See dann wieder auf Vordermann, sag ich jetzt mal, bringen kann.
Die besten Projekte wandern weiter zum renommierten Landeswettbewerb. Vom 19. bis 21. März können die Schüler dann ihre Arbeiten in Leverkusen ausstellen. Für den heutigen Tag zählt aber, dabei sein ist alles. Es macht Spaß auf jeden Fall und es ist sehr interessant, auch die anderen Projekte zu sehen und selber was herauszufinden und dann einfach diese Belohnung zu haben, an so einem schönen Wettbewerb teilnehmen zu können.